Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Crowded mit Voucher und unserem Nerd-Alterle. Wir machen weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Unsere Quest Kaltes Blut müssten wir da hinten beim Farbeimer erledigen können. Danach würde ich allerdings kurz heimgehen, die Ameisenrüstung bauen. Bevor wir aber in den Bau gehen der Ameise, hauen wir uns erstmal noch dieses eine Teil hier hin. Das machen wir heute auf jeden Fall vorher. Dieses Kiemenrohr, weil wir haben ja alle Mats, habe ich gesehen, oder kriegen zumindest alle recht schnell. Und dann können wir mit dem Messer und dem Kiemenrohr vielleicht uns die Flossen schon mal ranfahren. Diese Ruderwanze müssen wir dann finden. Aber jetzt führt uns unser Weg erstmal nach da hinten und ich würde fast sagen, dass wir einfach darüber gleiten. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher mit der Ecke, ob hier eine Wolfsspinne irgendwann mal unterwegs war. Ich glaube aber, dass da in der Nähe eine gewohnt hat. Müssen wir mal gucken, wenn die on Tour geht. Was ist denn eigentlich das Weiße da hinten noch? War das diese Pommesschale, gell? Ja, da würde ich jetzt einfach rüber gleiten wollen. Wir gucken mal, ob das läuft. Ach komm, einfach Risiko-Fisiko. Fup. Er gleitet ja sowieso nicht so weit, wie er sollte. Okay, und jetzt auf zum Eimer. Ich mache schon mal hier. Ich gucke nicht links und rechts. Irgendwo hier müsste man das einsammeln können. Ist schon geil, oder? Ist schon geil, wenn du so als Miniatur unterwegs bist und hier rumsuchst. Hammer. So, wir gucken mal. Hier liegt es doch schon. Wir haben es doch schon. Laser Corp. Ich habe ein Farbschema entdeckt. Das ist aber nicht das, was ich wollte. Dann muss es noch was geben hier, glaube ich. Ich bin mir fast sicher, dass das kaltes Blut, ne? Außerdem steht es ja in der Beschreibung von der Dings dabei. Hier. Bewacht von geschuppten Wächtern. Nee, stopp, doch. Bewacht von geschuppten Wächtern, umgeben von klebrigem Rot, liegt dieser Chip im Grasland gen Haus verborgen. Und das ist ja klebriges Rot. Und hier ist das Haus, ne? Was meint er aber mit geschuppte Wächter? Will es gar nicht wissen. Guck mal, ob es hier irgendwo vielleicht liegt. Da war es, ich bin drüber gelaufen. Alter, wie willst du den aber auch richtig finden? Guck mal. Das war jetzt echt ein Zufall. Quest erledigt, meine Lieben. Ich würde sagen, Schwadenmagen speichere ich hier mal direkt ab. Bup. Und wir gehen nach Hause. Wir nehmen uns aber auf jeden Fall eine Pusti mit, oder? Einfach schon mal ein paar Materialien sammeln, bevor wir. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich traue der Gegend nicht. Ich würde gerne hier durchlaufen. Komm, wir rennen einfach mal. Wir werden schon irgendwem in. Irgendwas habe ich gepult. Geschuppte Wächter. Vielleicht meinen die aber die kleinen roten Milben. Von denen haben wir ja gestern schon genug geholt, ne? Guck mal, wenn wir uns die Pusti hier holen. Ich würde allerdings erstmal ganz kurz mich hier umschauen. Da ist der Rechen. Die, wenn ich holen würde, dann hätten wir was. Und da müssen wir eigentlich nur noch schnurstracks nach Hause laufen. Fünf Stück geschnappt und ab, oder? Ich will heute ein bisschen mal schauen, ob man nicht vielleicht tatsächlich mit den Flossen oder so, wenn wir das hinkriegen. Weil die Tiefen interessieren mich natürlich auch. Ich wollte jetzt nur nicht gleich direkt tauchen, weißt du? Und alles Mögliche dann probieren. Und am Ende haben wir nachher das Problem, dass wir keine Tools haben, ne? So, da gehe ich aber in die Perspektive. Nee, eigentlich sehe ich so besser. Ich muss jetzt nur gucken, dass wir heimkommen. Auf geht's. Und hier schneide ich natürlich keine Wege, ne? Weil du weißt natürlich nie, wer oder was dich hier alles erwartet auf dem Heimweg. Dum-di-dum. Hier wächst eine kleine Distel raus. Auf Richtung roter Baum. Ach du je. Es ist sehr, sehr spannend gemacht, das Spiel. Also ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen verliebt einfach. Schon in die Grafik, ne? So, einmal Energie holen. Da vorne läuft ein Rüssler, ganz unbehelligt von irgendwelchen Feinden. Ich nehme an, das kommt uns zugute. Rüssi, Alterchen. Dann sind wir an der Maschine. Auch hier haben wir schon Wolfsspinnenkontakte gehabt, ne? Kontakte geknüpft, will ich fast sagen. Ha, die Bienen. Ah, ich würde gerne mehr tragen können. Hier liegen überall noch die Sachen rum, ne? Ist das nicht die Minzbox gewesen hier? Aber da brauche ich, glaube ich, den besseren Hammer, gell? Komm mal her. Fliegt mir bloß nicht ganz davon. Ich muss mal ganz kurz gucken. War das das hier? Ja, siehst du, habe ich die Schale aufgemacht. Ey, wir können ja schon mal. Ah, ich brauche den Zweierhammer, Leute. Gut. Dann weiß ich jetzt wieder Bescheid, ne? Merken wir uns. Zumindest wissen wir, wo die Minzbox ist. So, pass auf. Gehen wir weiter.
Richtung roter Baum, schalali, schalalala. Wir bauen uns, glaube ich, auch den Ständer auf für diese Sachen hier. Dann kann ich daheim ein kleines Lager. Ein Seerosenblatt können wir doch zu einem Lager umfunktionieren, ne? Dann sammeln wir immer, weil ein kleines Gebäude wird schon hinkommen. Da hinten war eine Spinne. Ich gehe hier durch. Oh, da sind ganz viele. Ich bin im Spinnenland. Hallo? Nimm's mir bitte nicht übel, dass ich vor einigen... Oh, shitty-midi. Hier ist die komplette Banditenbande der Spinnen unterwegs. Ich bin zu weit rübergekommen. Oh, my little spider. Geh mir aus dem Weg. Ihr müsst euch das so vorstellen, Spinnen. Wenn ich später alle Tools habe, dann schnetzel ich mich nämlich. Da war auch ein Bombardierkäfer. Das wusste ich nicht, dass der hier ist. Ich laufe mal hier bei den Ameisen mit. Bin ich so weit drüben? Ach Gott, ich bin hier an dem Ding. Guck mal, da läuft der Bombi. Ich bin ein bisschen durcheinander gerade. Das sieht mir schon so aus, als ob wir da heute auf jeden Fall noch Ärger kriegen. Jetzt habe ich irgendwas gepult. In der Ecke, was pulst, ist es normalerweise nicht so gut, oder? Ich bin voll weit ab vom Schuss, aber pass mal auf. Wenn wir schon gerade hier sind. Au. Chabby-Cola-Dose war das. Dann gehen wir hier kurz durch und laufen unten die Platten entlang, würde ich sagen, oder? Weil hier sind nämlich auch ganz viele Spinnen immer. Ja, guck mal, wie ich gelaufen bin. Lumlilum. Ich erinnere mich gar nicht an die schönen Rohrkolben hier, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob die jetzt nachträglich reinkamen. Geh weg. Und dieser umgekippte Blumentopf, der macht mir auch keinen Spaß. Ah, da müssen wir die Tage mal hin. Da hinten das Ding, das ist aber schon im Update früher reingekommen. Das ist, glaube ich, dieses eine Spielzeug. Das hatte ich als Kind auch. Da müssen wir mal die Tage einen Ausflug machen. Im Moment wäre ich eigentlich viel glücklicher, wenn ich... Wie kriege ich denn die jetzt umlaufen hier, Mensch? Ich würde sagen hier, aber da kann ja schon die nächste irgendwo lauern, ne? Ich habe meinen 5 Stöckel. Ist da hinten noch eine? Jetzt laufst du plötzlich hier lang, wo ich da komme, ne? Ja. Du weißt du überhaupt nicht richtig, wie man patrouilliert, das sage ich dir, Spinne. Das haben sie dir so blöd einprogrammiert, dass du echt nervig bist. Die kleinen Ameisen hier. Your lady. Das ist jetzt aber eine andere, oder? Lalle. Deswegen, hier brauchst du die Heimwege echt nicht schneiden. Es sei denn später natürlich, ne, wenn wir super ausgerüstet sind und mit 2 Hits. Ey, ich komme hier nicht durch. Hier ist eine und drüben ist eine, ne? Und wenn ich ins Wasser gehe, bin ich meine Hölzer los. Ich guck mal, ob ich hier durchkomme. Nee, natürlich nicht. Komm her, die sieht mich nicht. Wenn ich sie nicht sehe, sieht sie mich auch nicht, oder? Hier ist zu. Wir müssen jetzt auf Risiko spielen. Boah, ist alles voll. Kurz vor der da laufe ich hier drüber. Hier. Dann hier. Du darfst nur nicht hingucken. Ich habe das Gefühl, ich ziehe kein Aggro, wenn ich nicht hinschaue. Oh. Müssen wir uns auch merken. Ich will jetzt einfach nur heim kurz. Was laufe ich auch da? Weißt du? Kilometer vom Schuss weg. Kannst du eigentlich, während du das trägst? Ja, das geht, ne? Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass die Wolfsspinne mich hier kurz vorm Ding aufknüpft. Dann bin ich aber stinkig. Dann wäre ich froh, ich hätte hier meine Dings hingebaut, oder? Ist doch auch eine schöne Seerose. Komm, jetzt zieh du. Nix, jetzt sind wir gleich da. Allele. Also, wir müssen gucken. Hammer 2 müssen wir uns aufbauen. Die Insektenaxt müssen wir uns aufbauen. Den Insektenkolben. Und natürlich alle Werkzeuge, die verbesserungswürdig sind. Oder eine Verbesserung bringen. Ach, Digga, mach doch jetzt hier nicht... Weißt du, du fliegst noch wieder rein und dann haben wir das Zeugs umsonst rumgeschleift. Nein!
Gerade sag ich's noch. So, noch einmal. Du bist Laus. Wenn's du nur bist, ist alles gut. Jetzt. Hier müssen wir aufpassen. Hier ist sie irgendwo. Die Spinne, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Hier komme ich ja nicht hoch, ne? Dann müssen wir jetzt tatsächlich hier lang. Ist das nicht herrlich? Also das mache ich in Zukunft nur noch in der Third Person, glaube ich. Die Sticks heimbringen, weil das ist echt geil, wie er die trägt, ne? Lumlilum und wie sie mitschwingen. Stark. So, ich würde sagen, das machen wir vorne an der Eingangsseerose, am Eingangsblatt. Ne, hier transportiere ich mal mein Zeugs hin. Das kann sein, dass das hier unser Lager wird, ne? Mutation, Haucherlunge. Jetzt muss ich doch mal reingucken, wo waren denn die Mutationen, Leute? Wo waren denn die? Deine Gedächtnisneuronen erinnern sich an jeden Huckel, Spalt und Pfad zwischen den Landmarken. Ne? Dadurch dann krabbeln dann winzige Füße umso schneller durch Kraut und Unkraut. Die aktiviere ich doch mal, oder? Habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Und die da? Nachdem du deinen Körper wieder und wieder erschöpft hast, hast du eine bessere Atemtechnik entdeckt. Bumm. Ha ja. Schon Stufe 2. Komm, wir gehen mal kurz zum Tausammler. Jetzt bereiten wir alles vor. Wenn wir dann nachher ausgeschlafen haben, dann gehen wir in die Tiefen. Schnappen wir uns das Messer und das Tauchergerätle, ne? Jetzt trinken wir aber erstmal einen Schluck. Einen guten Schluck. Wowie, naui, taui. Mit dem Pilzbee, das wird ja nichts hier, habe ich das Gefühl, ne? Alter, was ist ein Ausflug. So, dann haben wir jetzt praktisch noch den Chip abzugeben und Grabraub. Und für Grabraub wollten wir uns ja die Rüssi machen. Und dann bräuchten wir eigentlich was zum Essen, aber ich habe nichts zum Essen. Ah, das kann ich aufhängen für Trockenes. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Dann hänge ich das mal dahin. Und Kleeblätter brauchen wir, glaube ich, noch. Nee, die anderen Stängel brauchen wir für Smoothies. Also, meine Lieben, dann gehen wir jetzt kurz. Dann gehen wir jetzt kurzerhand nochmal rüber an den Strand. Weil ich brauche ja auch was zum Futtern, ne? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier nur von dem Zeug leben. Da haben wir noch die Dinger da. Machen wir uns einmal voll, dann hole ich gleich noch ein bisschen Zeug fürs Schmusi-Zeugs. Mama, komm, auf rüber. Ich speichere? Ne, ich speichere nicht. Risiko-Fisiko. Früher haben wir auch nicht gespeichert. Ich nehme halt an, wenn die Wolfsspinne hier kommt. Wir nehmen uns mal mit, würde ich sagen, 10er Klee. 10er Klee, Juche. Und die anderen brauchen wir, die Spricks, ne? Oder wie die heißen. Die Spricks, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in der letzten Staffel gesagt habe dazu. Auf jeden Fall hatte ich einen anderen Namen, wie es heißt. So. Die da können wir auch mitnehmen, wenn ich sie schon sehe. Aber eigentlich wäre es wichtiger, dass wir die kleinen Keimlinge uns besorgen. Da vorne sind welche. Hallo. Naja, 10 Stück brauche ich von denen schon. Dann haben wir schon wieder 10 Schmusis am Start, verstehe ich. 7. Da ist noch eine. 8. Aber sie sind jetzt hier auch nicht so häufig vertreten, gell? Aber gut, die kann man ja unterwegs einsammeln. Wir sind ja dann doch jetzt in letzter Zeit echt viel unterwegs. Hier sind sie. Pupti-mupti, mehr wollte ich gar nicht. Glücklich und zufrieden geht's zurück auf die Seerose. Ha! Mal gucken, ob unser Tröpfchen da ist. Tropperl, bist nicht da. Schade, schade. Also, dann bauen wir uns jetzt kurz das Ding. Die Rüstung, machen alles klar, schlafen und dann geht's einmal in die Tiefen. Holen wir uns diesen Floh, wenn wir den finden, ne? Also, da drüben brauche ich nichts. Hier brauche ich auch nichts. Dann geht es bei uns praktisch hier auf der Seerose des Glücks weiter. Schabibel! Können wir uns zufälligerweise im Deko-Bereich schon die erste Puppe bauen? Naja, wenn ich jetzt 3 Seile mache, aber dann habe ich keine Dings mehr, ne? Ne, ist auch blöd. Die bauen wir jetzt nicht. Ich brauche halt nochmal eine Kiste. Was kostet mich die Kiste nochmal? Machen wir mal eine Rüstungskiste, klar. Die kostet mich 2 Klee, das kann ich investieren. Machen wir uns mal hier noch eine Rüssi-Kiste, klar. Ich glaube,
glaube, das haben sie übrigens jetzt mit dem letzten Patch auch gefixt, dass man wieder sauber bauen kann, ne? Zwei hiervon, vier Schalen brauche ich und vier Saft. Genau vier Schalen haben wir noch. Ist das der Wahnsinn? Und ein Saft, zwei, drei, vier. Peng, dann läuft's. Jetzt pass auf, meine Lieben. Jetzt geht's nämlich los eigentlich. Jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Wir schauen mal alles kurz durch. Das kann eigentlich hier drauf. Bum-bum-bum. Das brauchen wir gleich. Oh, mir fehlt, glaube ich, ein Ding, ne? Lass mich mal kurz gucken. Wenn wir das. Ja, ein Seegras fehlt uns. Ein Seegras fehlt uns. Sehe ich jetzt noch was, wenn ich da runtergehe? Weiß nur nicht, wo der Koi. Da hinten ist der Koi. Da ist das Seegras, ne? Brauchen halt noch eins. Das war's. Geh mal hoch. Guck mal, da hat's ganz viel Wachs unter unserer Base. Ja, ich hab's doch noch geschafft, Digga. Nicht gleich heulen. Immer erst probieren. Junge, Junge. Okidoki. Wollen wir uns das als allererstes bauen? Ich glaube ja, gell? Also, Kiemenrohr. Wir brauchen zwei von den Wachs und zwei Seile. Eins, zwei. Und eins, zwei. Benga Karenga. Wird bestimmt hier gebaut, oder? Fuppdi-muppdi. Kiemenrohr haben wir gebaut. Also, morgen früh, das läuft. Dann geht's weiter. Wir brauchen die Ameisenrüstung. Und zwar brauche ich dafür 5 Pelz. Ah, den habe ich schon. Ich dachte jetzt gerade, ich habe unseren Pelz vergessen einzusammeln irgendwie, ne? Also, Kopf. Die Drüse habe ich noch nicht, Leute. Die Säuredrüse habe ich noch nicht. Die muss ich an der Werkbank bauen, die Rüstung, gell? Ach, schade. Sade, das habe ich vergessen. Eine klippernde Drüse, die man in der Herstellung verwendet. Nicht analysiert. Das ist natürlich doofi-mofi. Herstellung, Werkbankausrüstung, ja, das kannst du vergessen. Nee, dann kriege ich die leider nicht aufgebaut heute. Dann gehen wir erst in die Tiefen, dann besorgen wir uns halt die Drüse. Vielleicht gehen wir auch kurz nochmal zum Burgle vorher, dass wir wieder ein bisschen Missionen uns ausrüsten. Ne? Das kann ich nochmal bauen, indem ich mir noch schön zwei Seile durchjag. Ah ja, was ist soll's? Ah, habe ich vergessen. Was soll ich denn jetzt machen? Hier. Zwei Teile haben wir aber schon mal. Das Problem ist halt, dass uns die Ameisen nicht in Ruhe lassen, wenn ich mit zwei Teilen da anrutsche, ne? So, jetzt fehlen uns praktisch nur noch die zwei Drüsen und die Ameisenbrocken. Da weiß ich jetzt nicht, haben wir die nicht schon gehabt? Glaub nicht. Machen wir alles mal runter. Das machen wir jetzt alles rüber. Das machen wir rüber. Dann möchte ich hier die Ameisenrüstung aufbewahren, bis wir soweit sind. 10 brauche ich für Schmusis. Hier 5, hier 10. Machen wir die auch noch kurz zusammen fertig. Dann haben wir es wirklich erledigt, ne? Da brauche ich nochmal 5. So, die Seegras, die kann ich hier rüber machen. Das kann auch wieder hier hin. Das werden wir gleich anziehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt 20:35 Uhr. Ich penne kurz, richte mich einigermaßen her, dass wir fit sind. Und dann gehen wir mal in die Tiefen, ne? Bis gleich. Dann gehen wir doch direkt los, oder? Trinken wir unsere zwei Wassertropfen, rüsten wir unser Messer aus oder schauen wir einfach mal, was hier passiert. Das sind die Kaulquappen, da hinten ist der Koi. Wir suchen jetzt, glaube ich, eigentlich so einen Krebs, ne? Ich gehe mal in die Perspektive. Jetzt, ach so, das Ding muss ich noch anlegen. Warte mal, geschwind, muss ich noch mal raus. Ich muss ja unsere Taucherausrüstung noch anlegen. Also, was wir jetzt bisher davon haben, das wäre halt ja nur das Teil hier, ne? Okay, Kiemenrohr hat er angelegt. Dafür haben wir keine Rüstung verloren, aber es war klar. So, der Koi ist da hinten und der kommt auch in meine Richtung, glaube ich, ne? Und guck mal, wie lange wir jetzt atmen können. Das ist schon ziemlich cool. Ich weiß jetzt nur nicht, wir sollten vom Koi vielleicht ein paar Meter weggehen. Ich weiß ja noch nicht genau, wie der die Bahn hier. Jetzt müssen wir natürlich erstmal so ein Krebsle finden, gell? Komm, wir gehen runter. Vielleicht macht der auch gar nichts, wer weiß das schon alles. Wir brauchen einen kleinen Krebs.
Hier kann ich ja nichts machen, ne? Hier kommen aber jedes Mal Luftblasen raus. Ich nehme an, wenn man da rechtzeitig halt einfach mal wartet, dass er die Luft dann wieder auffüllt, oder? Ich warte mal richtig drüber. Ja, wenn die große kommt, kriegst du einmal frische Luft. Sehr cool. Da hinten ist ein Krebs. Ich habe einen gesehen. Allerdings ist der arg nah beim Koi. Keine Ahnung, ob man den kriege. Da unten ist er. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Damage so einer macht, ne? Aber den brauchen wir, wenn wir die Flossen wollen. Okay, der haut ab. Und der hat eine Luftblase unterm Bobo. Alter, jetzt rennt er da fort. Nee, das Spiel kenne ich. Wir suchen uns einen neuen, der in die andere Richtung... Okay, er kommt zurück. Weißt du, ich habe halt jetzt keinen Bock, dass mich der Koi batscht. Ich müsste eigentlich Luft holen. Komm, wir holen lieber Luft, bevor ich sterbe. Vielleicht setzt es ihn ja nicht zurück. Oh, Junge, Junge. Der große Fisch, der macht es halt nicht einfacher. Und nochmal runter. Wo waren das Viechle jetzt? Oh, es ist cool unter Wasser. Das bockt's voll. Okay, da hinten ist was, was leuchtet. Das, ich meine damit nicht den Fisch, ne? Oh, da unten ist, glaube ich, was, was leuchtet. Oh, da müssen wir gucken. Oh ja, sehr gut. Oh, scheiße, ist ein Wasserspinnen. Dann sind es Wasserspinnen. Dann sind die anders. Ich dachte, oh, das sind ganz viele. Ich dachte, die Spinnen gehen mit ins Wasser. Das war mein Gedanke. Aber es sind wohl nicht die, die mitgehen, sondern die, die im Wasser sind. Oh je, jetzt habe ich das Leuchteding gesehen. Jetzt will ich natürlich auch wissen. Wie viel von den Krebsen brauche ich denn? Das ist ja eine üble Geschichte, die da rauszuziehen. Ich will die Flossen bauen. Boah, vier Ruder... Ruder, wie? Das muss ich nochmal nachlesen. Vier Ruder Wanzenflossen. Ruderschwanzenfrossen. Okay, wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal hinunter. Drecksspindler, die sind bestimmt nicht so super stark, aber trotzdem nervig. Spinnen sind immer ein bisschen nervig, wenn man so klein ist. Wir könnten mal eine probieren, oder? Da vorne krabbelt nämlich gerade eins. Jetzt, wo ich weiß, was alles unterm Wasser ist, früh finde ich es nicht mehr so witzig mit der Seerose. Hä? Boah, die macht aber gut Schaden, ey. Okay, das Movement von der Spinne ist ein bisschen wie meins. Ich hau ab. Die muss ich erst trainieren. Wenn die mich jetzt in den Rücken sticht, haben wir es Theater. Ich nehme an, da gibt es auch noch irgendwann ein stärkeres Messer. Habe jetzt aber noch nichts erreicht, ne? Aber wir waren mal in den Tiefen. Ich glaube, dass ich da hinten, wo ich gesagt habe, da leuchtet es, dass ich da ein Labor gesehen habe. Komm, wir gehen mal in die Richtung gucken. Ich habe uns auch Verbände gemacht. Digga, nimm eins. Oh, ist es spannend da unten. Da darf man nur nicht drüber nachdenken, dass hier unter dir Spinnen wohnen, ne? Da hinten waren ja nur Kaulquappen, da habe ich keine Krebsle gesehen. Vielleicht sollten wir uns im Dings aufhalten, hier im Wirkungsbereich von diesen Blubbern. Komm, wir gucken mal rum, wir finden schon. Alter, für den bin ich doch nur ein Happen, oder? Ey, der zieht also seine Kreise hier auch schön ordentlich durchs Ding, ne? Ist natürlich jetzt blöd. Mit den Kaulquappen, die brauche ich ja jetzt im Moment nicht. Ey, solange der da hinten ist, machen wir natürlich dann eher den Weg hier hin. Ja, gut. Also, wir brauchen noch die Ameisendrüsen für die Ameisenrüstung, dass wir die Mission erledigen können, ne? Das würde ich einfach morgen dann mal angehen, dass wir uns morgen geschwind die Drüse schnappen, das Ding zusammenschustern und dann geht's los. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Die Spinnen kriegt man, die Wasserspinnen. Wenn du da blockst, denke ich mal, wenn man da blockt, passt es schon. Die tötet dich jetzt nicht aufs erste Mal, ne?
So, ich bleib mal hier, bis der Große wieder kommt. Der Koi ist da hinten gerade beschäftigt. Ich hoffe, der bleibt doch eine Weile da. Das war's, ne? Dann schwimme ich mal weiter. Wir müssen ja vor allem auch mal rausfinden, ob das ein Einzelkoi ist. Ob der ein Einzelkind ist, ein Einzelfisch. Die Kaulquappen machen mir sehr viel Spaß. So, jetzt bleibe ich hier wieder. Da vorne ist, glaube ich, so ein Ruder. Okay, weiter. Die nächste Böbbel ist Stuff. Die ist arg weit weg. Ich muss ja diese Krebsländer erwischen. So, da problematisch ist, dass. Ich dachte, mich hat was angestupst. Ich sehe mein Ziel, ne? Wir müssen jetzt gucken, dass wir an dem dranbleiben. Der Koi ist ja weit weg. Da sind auch die kleinen Wasserflöhe. Bei denen, vielleicht kriegen wir ja bei denen auch Wasser. Die sind ja auch witzig. Ich dachte gerade, wie Geister. Wasserflohfleisch. Macht ihr mir gerade das? Ihr seid wie die Dings, ne? Ihr stupst nur. Ja, die machen im Moment keinen Schaden, glaube ich. Aber sie sind halt schon ein bisschen aufdringlich. Und der Koi, jetzt wo ich hier vorgehe, geht er auch hier vor. Die hänge ich auf der Grill. Digga, komm her. Doch irgendwie in den Rücken haben sie mich jetzt gestochen. Mach ich euch alle weg. Seid schräg, ohne Witz. Die geht ja ab. Ey, das Update ist ja mal nur gut. Und wie flüssig das alles schon läuft. So, jetzt ist das Keule da hinten. Mein Krebs ist natürlich jetzt über alle Bäge, ne? Ne, ich glaube, da drüben sind ganz... Da, wo der Keule ist, sind jetzt ganz viele. Das ärgert mich jetzt. Weil eigentlich wollte ich die in Ruhe machen. Tja, meine Lieben, ob wir heute noch einen kriegen? Das sind überall diese Flohsäcke. Und guck mal, die sind alle schon futsch hier, ne? Ja, die sammle ich ein, das gibt Fleisch. Guck mal, da kriegen wir einen Grill voll. Und die habe ich noch nicht mal... Habe ich euch jetzt das Futter weggenommen? Das wollte ich natürlich nicht. Da ist er, ich habe unser Ziel, meine Lieben. 3, 2, 1, meins. Waterflow. Mein Wasser ist noch da. So, den kessel ich jetzt hier ein. Der wird jetzt hier... Oh, haben sie den schön designt. Guck mal. So, Alter. Den Floh, der bockt mich gerade nicht. Oh, Alter. Dieser Floh. Ich hoffe, dass er nochmal umdreht. Den kriegst du ja nicht. Guck mal. Was ich natürlich noch nicht probiert habe, ist, ob ich unter Wasser mit dem Bogen schießen kann. Sollte man vielleicht mal angehen, das Thema. Zumindest ein Versuch wäre es wert, ne? Aber wenn ich dem so hinterherjag, brauche ich ja 100 Jahre. Ich glaube, es sind zwei Kois, Leute. Alter, der Floh jetzt. Ich hole meinen Bogen. Ich bin überzeugt jetzt mittlerweile, dass man unter Wasser mit dem Bogen schießen kann in dem Spiel. Jetzt ist er weg, weißt du? Den kriege ich im Leben nicht mehr. Also entweder ist der uns jetzt gefolgt oder es sind zwei Koi. Komm her, wir holen den Bogen. Orientierung kurz, wo wir hin müssen. Jetzt schwimme ich ja 100 Jahre mit dem Typi mit. Wobei ich mir es nicht vorstellen kann, dass man hier mit dem Bogen spielen kann, unter Wasser. Das wäre irgendwie... Das ist ja gar keine Zugkraft und nichts, ne? So, Diggerle, zeig dich mal. Ich komme sonst nicht aus dem Wasser gerade raus. Jobadoi! Ja, aber ich muss sagen, es macht saumäßig Laune unter Wasser. Ich habe mir es echt schlimmer vorgestellt. Oh, die hänge ich kurz rein. Guck mal, wie viel Futter wir jetzt haben. 20 Pfeile. Zack, rüber zum Grill und zum Trockenständer. Perfekte Geschichte. Okay, Wasserflohfleisch trocknen geht offensichtlich nicht. Ein großes Stück Wasserfloh könnte man essen, aber sicher auch für anderes verwenden. Okay, wir gucken mal. Okay. Ja, es ist vielleicht ein bisschen eklig, aber guck mal, es macht die Werte hoch, ne?
Ja, aber ich kann den nicht rausbraten hier und ich kann den nicht hier aufhängen, ne? Bin mal gespannt, was wir mit dem noch anstellen. So, jetzt kommt der große Moment. Jetzt werden wir rausfinden. Ach, es ist schön, alles zu entdecken. Ich muss. Muss ich die hier noch zuweisen? Fallen lassen, Aktion schließen? Wie war denn das wieder mit dem Bogen? Ah, nee, einfach machen. Einfach machen. So, ab rein ins Wasser. Nee. Er hat ihn zwar in der Hand, aber du kannst unter Wasser nicht schießen. Was mir eigentlich klar war. Das heißt, wir müssen tatsächlich. Vielleicht ist das Kaulquappenfleisch kein Köder für den Koi, sondern für diese. Weißt du, wie ich meine? Wir hatten doch eins, ne? Das kann natürlich jetzt sein, dass das gespoilt ist. Wir hatten doch einen Köder. Lass ich mal kurz gucken, ich muss mal durchschauen. Wir hatten doch hier Täuschköder. Ein Köderbündel aus Kaulquappenfleisch, praktisch, um größere Raubtiere abzulenken. Und da brauchst du auch Ruderwanzenflossen. Ne, dann ist das Thema schon mal. Ne, dann müssen wir dem halt einfach hinterherjagen, denke ich mal. Bis bittere Ende. Ja, das gibt halt dann. Ich probiere nochmal mein Glück. Guck dir das an. Auch die Animation von deinem Charakter hier unter Wasser ist echt cool. Ich gehe mal hinten zu dem Ding. Eines Tages. Da hinten sehe ich wieder einen rudern. Wo ist denn der Koi? Koi do. Alles klar, ja, da müssen wir halt jetzt dranbleiben. Oh, die habe ich verpasst. War es nicht so schlimm, gibt's Schlimmeres. Den habe ich wieder erwischt. So, da vorne ist. Das ist eine Spinne. Da ist ein Koi. Jetzt ist da hinten keiner. Jetzt gehen wir nochmal da hinten hin. Da sehe ich einen Krebs. Ich hole mir hier nochmal Luft. Ich glaube, es ist nur ein Koi, der halt recht schnell durch den Teich geschwommen ist, wenn es drauf ankommt. Ja, da vorne kommen da in unsere Richtung. Weg. Es ist schon sehr beeindruckend. Hier kommen da Leute. Und dann ist wieder vorbei, ne? Vorhin hatte ich kurzzeitig mal das Gefühl, wenn ich ablasse von dem, dass er dann umdreht, ne? Ja, da gibt es bestimmt auch einen Trick. Gerne in die Kommis schreiben, wenn er da irgendwie einen Trick hat, wie er die macht. Weil wegen ein so einem Viech durch den ganzen Teich hier schwimmen, der Koi im Nacken, die Spinnen weißt du noch nicht, wo sie sind. Ich brauche den halt für die Flossen, ne? Dann kommen wir dem wahrscheinlich hinterher. Aber ohne den einmal zu machen, geht's halt nicht. Guck mal, wie weit er jetzt schon weg ist. Oder vielleicht lasse ich. Da ist wieder ein Koi. Ich lasse euch da mal unterstützen, ein bisschen rein, wenn ihr möchtet. Könnt ihr ja gerne mal eure Hinweise oder Tipps geben, wie ihr euch die schnappt. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht gibt es auch eine Unterwasserfalle, die ich freischalten kann, wenn ich Entdecker durchjage oder so, ne? Da müssten wir mal gucken. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen, machen unseren Plan weiter mit den. Ich gucke noch, dass ich rauskomme. Machen an unserem Plan weiter mit den Ameisengeschichten. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter. Und natürlich machen wir auch entsprechend dann irgendwann die Ausflüge hier weiter unter Wasser, ist doch klar. Meine Lieben, war eine sehr schöne Runde, sehr aufregend, wieder was erreicht. Wie gesagt, morgen erledigen wir dann den Grabraub. Dann gehen wir zum Burgle, holen uns neues Zeug, schalten ein bisschen was frei und dann geht's weiter. Freue ich mich jetzt schon drauf. Bis dann.